So, zur Feier der 200. Episode wollte ich euch so ein bisschen behind the scenes geben, wie bei mir der tägliche Audioblog aussieht. Viel Spaß damit. Eine der häufigsten Fragen, die ich bekomme, ist: Julian, wie sieht bei dir dieser ganze Ablauf aus? Woher hast du diese ganzen Ideen? Beziehungsweise wie kommt das Ganze und wie wird dann läuft das Ganze in der Produktion? Lass mal ganz Schritt für Schritt das machen, wie das Ganze abläuft. Die meisten Audioblogs mache ich in der Früh. Die mache ich meistens so nach meiner Morgenroutine. Wenn die zu Ende ist, dann gehe ich immer her und starte meine Audioblogs. Die Themen, die überlege ich mir eigentlich so regelmäßig. Das heißt, auch untertags, egal wo ich bin, wenn ich was lese, irgendwo, ich habe dann meistens bei mir das Handy und mache mir eine kurze Notiz zu diesen Ideen. Und entweder mache ich eine so eine Idee unter einmal, das ist dann immer, wenn ich so eine Einzelepisode mache, oder ich mache das Ganze als kleine Miniserie, wenn ich mal wirklich ein Thema ein bisschen genauer angehen will. Das heißt, ich habe dann da so meine Notizen in der Früh, mache das dann auf und sage, okay, was mache ich denn heute? Aha, okay, und ich habe da meistens 25 bis 30 Themen, die was ich schon so im Kopf habe und fange dann bei einem dieser Themen an, beziehungsweise nehme dann eines dieser Themen. Am Anfang wollte ich das Ganze hochtechnisch machen, in perfekter Qualität. Ich habe auch ein richtig teures Mikrofon für meine Dominieren statt Campen-Episoden. Nur das Problem ist, dass ich das dann nicht jeden Tag mache. Das war mir dann zu aufwendig. Und deshalb, ich nehme heute zum Aufnehmen einfach meine Apple-Kopfhörer. Das ist nicht die beste Qualität, aber ich mache es so. Und zum Aufnehmen nehme ich entweder direkt das Mikrofon von meinem Handy, also ich nehme das direkt ins Handy auf, oder am Laptop verwende ich ein Programm. Ich habe ein MacBook, wie du siehst, wo ich Audacity hernehme. Also ich verlinke das unten rein, Audacity, alles kostenlos, kann man einfach so nutzen und da mache ich dann meistens meine Episoden, die dann meistens so zwischen 2 und 3 Minuten gehen. Ich muss meine Episode aufnehmen, ganz kurz, ich bin gleich wieder zurück. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen bei Julians täglichem Audioblog-Podcast, Episode 207. Und in der heutigen Episode geht es um das Thema. So, Deutsch und Englisch ist fertig. Ich mache immer beide Episoden am selben Tag, beziehungsweise immer das gleiche Thema. Und ich mache das sehr gerne draußen. Ich mache das auch immer meistens im Gehen. Bin ich gleich ein bisschen bewegter, motivierter und kann das gleich für die Leute in der Früh auch reinbringen. Das ist ja ganz wichtig. Die Leute hören sich das ja meistens in der Früh an für Motivation, Inspiration. Da will ich ja auch in dieser Einstellung schon drinnen sein. Und jetzt geht's weiter. Ich schicke das jetzt raus in die Post-Production. Am Anfang habe ich mir gedacht, dass so ein kleines Projekt wie so ein täglicher Audioblog, das braucht ja unter Anführungszeichen nur mich, das ist ja nicht so viel Aufwand. Heute, ich habe mittlerweile, wir sind 2 Angestellte, ich plus meine Verlobte und wir haben eine Person, die im Prinzip ganz, ganz, ganz viel dahinter tut und da auch mal ein ganz großes Danke an die Patti, die was mir da immer total hilft. Weil wie das jetzt Ganze jetzt weitergeht und ich habe hier übrigens, meistens mache ich mir das dann auch, meine kleinen Yerba-Mate-Tee in der Früh, habe ich ein ganz eigenes Video auch da dazu, mache ich dann meistens. Von dort geht es ja jetzt weiter. Ich habe jetzt meine Arbeit erledigt, jetzt geht das Ganze aber weiter, denn jetzt muss das Ganze erst raus. Wie das Ganze jetzt eben weitergeht, ist das folgende. Ich habe ja die ganze Aufnahme gemacht. Ich lade es dann bei mir auf ein, das ist so ein Podcasting-Server hoch, das nennt sich Libsyn, ich verlinke euch das unten rein. Das sind 5 US-Dollar pro Monat, das heißt, ich zahle 5 Dollar für den Englischen, 5 Dollar für den Deutschen, das reicht bei mir. Ich brauche da keinen größeren Service. Da lade ich das dann hoch. Das Ganze bekommt dann automatisch einen Titel. Und dann wird, wir verwenden da immer Slack, eben die Patti benachrichtigt, dass sie bitte diese Episode vorbereitet. Das heißt, dass die automatisch in die ganzen Services hinausgeht, dass die automatisch auf Social Media gepostet wird, dass die E-Mail dazu hinausgeht. Das machen wir meistens auf einem Tag und am nächsten Tag geht das Ganze dann hinaus, sonst wäre das ja viel zu viel Stress. So, ich hoffe, das hat dir einen guten Einblick gegeben bei mir, wie diese täglichen Audioblogs ablaufen. Und ich würde mich natürlich total freuen, wenn du erstens mal meinen täglichen Audioblog auf iTunes abonnierst, wenn du mir dort ein Review hinterlässt, beziehungsweise mir Feedback gibst. Ich schicke auch eine tägliche E-Mail dazu raus und da werde ich dir auch unten rein verlinken, wie du die bekommst. Du gehst einfach auf tab.25geschichten.de, kannst dich dort registrieren und bekommst jeden Tag von mir eine motivierte, inspirierte E-Mail. Und wie der ganze Ablauf ist, hast du ja jetzt behind the scenes gesehen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wenn, dann bitte abonniere meinen Kanal, würde mich total freuen. Daumen hoch für dieses Video, teils vielleicht für jemanden, der was genau das sehen sollte. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mir diesen Support gibst. Mit dem, bis zum nächsten Video, ganz viel Spaß und tschüss.